darum bei Piano Bombing, dass wir alte Klaviere in Kunstobjekte verwandeln und dann auf öffentlichen Plätzen stellen. Diese spontanen Momente, die dann entstehen, das ist einfach, öffnet das Herz. Klaviere aufzustellen, finde ich richtig gut. Müsste es eigentlich viel mehr geben. Ich finde, gerade als Kulturhauptstadt, wie sich Berlin immer bezeichnet, findet hier sowas viel zu wenig statt. Ich glaube, für viele ist das so ein überraschender Moment, weil sie ja gar nicht Kunst an solchen Orten erwarten, hier unter einer Brücke oder so einem Tunnel, sage ich mal. Und ich denke mal auch, dass zu einer Lebensqualität in der Stadt, aber auch für Touristen sehr, sehr entscheidend mit beiträgt, was man immer gar nicht so bedenkt eigentlich.